Im Schnitt sind es 8,5 Stunden, die wir Deutschen so am Tag im Büro sitzen, im Studium und vor allen Dingen natürlich auch dann noch in der Küche oder später auf der Couch. Also kommen ganz schön viele Stunden zusammen. Und viele nehmen das natürlich als Ausrede, nicht körperlich aktiv sein zu können oder werden zu können, weil das Sitzen quasi wie eine magnetische Kraft ist. Und wir haben ja in unserer Reihe Stoffwechselwissen und Stoffwechselprogramm genau dies uns vorgenommen, mal ein wenig mit neuen Tipps zu füllen. Tipps nämlich, die wir auch im Sitzen ausführen können. Wie körperliche Aktivität dort stattfindet, das zeigen wir in wunderbaren Übungen, die ganz leicht und schnell, also eben zwischendurch, gemacht werden können.